Herzlich willkommen zu Blickpunkt Ingelheim. Das Magazin mit seinen Filmbeiträgen gibt Einblicke in folgende Themen der Stadt. Heute, gleich jetzt hier in Blickpunkt Ingelheim, das neue Feuerwehrhaus, Partnerschaftstreffen mit Autain und Stevenage und Geschichten aus der UFU. Nachdem das neue Feuerwehrhaus bereits vor einem Jahr in Betrieb gegangen ist, wurde es erst jetzt an einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt. Wilfried Weitzel berichtet. Da steht sie, die neue Feuerwache der Stadt Ingelheim. Nach einer langen, auch Corona-bedingten Ruhepause dürfte sie besichtigt werden. Betrachten wir uns zunächst einmal die Bauphase. Auf einem 14.616 Quadratmeter großen Gelände wurde sie errichtet. 7.181 Quadratmeter wurden davon bebaut mit einer Nutzfläche von 5.678 Quadratmeter. 120 Meter ist das Gebäude lang und 70 Meter breit. 3.500 Quadratmeter groß ist die Frei- und Übungsfläche. Imponierende tolle Zahlen. Bleibt nur der Turm mit seinen 26,3 Metern Höhe, in dem die Schläuche zum Trocknen aufgehängt werden. Da auch die Wehrmänner geschult werden müssen, gibt es einen Raum für ganz genau 199 Plätze. Jetzt aber ein paar Bilder, die bei der Besichtigung aufgenommen wurden. Da sticht zuerst eine alte Feuerwehrleiter ins Auge des Betrachters. Eine andere fand man noch im Gebäude. Ein Unfallauto, bei dem später eine Übung stattfand. Da standen auch viele Leute, um zuzusehen. Dann natürlich die einzelnen Einsatzfahrzeuge, immer mit einem Text versehen über den Inhalt oder technisches Wissen. Oder die beiden Stromgeneratoren, die mit ihren Lichtmasten bis zu einer Höhe von 6,60 Meter hochgefahren werden können. Viel Interesse fand auch das Feuerlöschboot und noch mehr das große Feuerwehrauto mit Kran samt Standplatz zum Löschen von der Firma Böhringer. Bleibt noch das Gestell für die Höhenrettung und die Hüpfburg für die Kinder. Alles in allem eine gelungene Präsentation zum Schutz für uns alle. Ingelheim unterhält seit 1975 eine Dreierpartnerschaft mit Autain und Stevenage. Corona-bedingt konnte erst jetzt wieder einmal ein gemeinsames Treffen stattfinden. Volkmar Fischer war für sie dabei. Nach zweijähriger Pandemiepause konnte im Juni endlich wieder das jährliche Partnerschaftstreffen Autain, Stevenage und Ingelheim stattfinden. Die Gäste trafen bei Wasens Kloster Engeltal ein und wurden dort von ihren Gastgebern abgeholt. Der große Partnerschaftsabend ging in der King über die Bühne. Drei Jahre mussten wir nun nach unserem letzten Dreiertreffen in Stevenage auf diesen Moment warten. So heiße ich unsere Freundinnen und Freunde aus Autain und Stevenage in Ingelheim heute Abend noch einmal auf das herzlichste Willkommen und hoffe, dass alle die Tage in Ingelheim und das gemeinsame Programm genießen. Nach der Begrüßung durch die jeweiligen Stadtspitzen konnten die Besucher sich an einem leckeren Buffet stärken und anschließend die überzähligen Kalorien beim Tanz wieder abbauen.
Neben anderem stand ein Besuch der Limesfestung Saalburg auf dem Besichtigungsprogramm. Sachkundige Führer vermittelten den Besuchern einen lebendigen und interessanten Eindruck vom Leben in einer römischen Grenzfestung. Doch sehr bewegte Geschichte. Und entlang dieser Grenzlinie waren an die 140 Kastelle, wie das Saalburg-Kastell. Und 900 Wachtürme und 30.000 Soldaten hatte man hier stationiert. Auf dieser Seite waren dann Schreibstuben und Büros. Auf dieser Seite wiederum die Armamentaria, die Waffenkammer. Da gehen wir auch gleich rein. Und dann ist das Ganze beginnt hier mit der großen Versammlungshalle. Ja, und da fragt man sich schon auch ein Stück weit, wie kommt jetzt überhaupt so ein junger Mann auf die Idee, Soldat zu werden? Zwei Dinge sind zu unterscheiden, die Legionäre und die Auxiliarsoldaten, die Hilfssoldaten. Legionäre, das waren Männer aus Italien und Hilfssoldaten waren schlicht und ergreifend Nicht-Römer. Das waren Männer aus den Provinzen, wie wir auch hier die zweite Rheta-Kohorte hatten, also eine Truppe, die ursprünglich aus der Provinz Rätien ausgehoben wurde. Schnell waren 4 Tage vergangen und der Abschlussabend führte noch einmal alle zusammen bei gutem Essen, Gesprächen und Unterhaltungsmusik. Ich hoffe, alle haben diese 4 Tage in Ingelheim genossen. Wir hatten viel Interessantes, wir hatten auch viel Arbeitsreiches von Seiten der Kommunalpolitik. Es gab unendlich viele Themen, über die wir uns ausgetauscht haben, und es hätte sicherlich noch 14 Tage gebraucht, um all das, was sich in den letzten Jahren, wo wir uns nicht gesehen haben, aufgestaut hat, miteinander zu besprechen. Wir haben uns sehr gefreut, euch in Präsenz wiederzusehen, und wir sind sehr dankbar als Partnerschaftsverein, dass ihr den Weg nach Ingelheim gefunden habt. Bei der Abreise freuten sich alle schon wieder auf das nächste Treffen im kommenden Jahr. Eine interessante Straße in Oberingelheim ist die sogenannte Uffhub. Wilfried Weitzel erzählt vom Leben damals und heute in der Aufhofstraße. Eine der ältesten Straßen Oberingelheims ist die Aufhofstraße. Denn sie wurde erstmals unter dem Begriff Uffhobin 1360 genannt. Und dass dieses Uffhubtor heute überhaupt noch steht, das 1400 gebaut wurde, das haben wir einem Oberingelheimer Bürger namens Franz Falk zu verdanken. Denn er ersteigerte es für sage und schreibe 1 Mark von der Gemeinde. Aber wir Oberingelheimer, wir nennen das nicht die Aufhofstraße. Für uns ist es und bleibt es für immer die Uffhub. Und die kleine Anlage neben dem Uffhubtor, da war früher eine Weet, eine kleine Wasserfläche, und das war gleichzeitig als Tränke gedacht, aber nur für die Kühe. Und später stand da auch einmal ein Weinberg hier. In der obersten Ecke der Uffhub, da stand ein relativ großes Bauernhaus, das ragte sogar etwas in die Neuwege hinein, und das wurde abgetragen. Und heute, Sie sehen es, eine kleine, sagen wir mal, Anlage und auch ein kleiner Parkplatz. Und diese Kelter hinter mir, die stiftete der Gesangverein Germania. Und gegenüber, auf der anderen Seite, da stand im Mittelalter das Badhaus. Da lief halt Wasser durch diesen Brunnen oder Quelle. Später stand dann hier die Gaststätte Weinmann. Dort wurde aber kein Wein ausgeschenkt, sondern Mainzer Aktienbier. Das wurde abgerissen in der Ortssanierung und jetzt gibt es diesen kleinen Parkplatz.
Und für uns Kinder in den 1950er Jahren war der Ufub eine Schlittenbahn. Damals hat er auch noch Schnee gelegen und es ging auch ein bisschen steil bergab. Als nächstes kommen wir an ein sehr altes, mehrfach an- und umgebautes Haus, in dem eine Firma für Reparaturen professioneller Musik- und Audioelektronik angesiedelt ist. Und jetzt sind wir in dem ältesten Haus der UFUB und bei mir ist jetzt der Günter Christ. Günter, genau wann wurde das gebaut? Also das ging zurück wahrscheinlich auf das 13., 14. Jahrhundert. Ist drinnen die Küchen und die hat sehr dicke Wände und das war das Urhaus. Da haben die alle mal mit Viechern und Eltern und Großeltern alle zusammen gelebt. Ja. Und dann ist immer weiter drumherum gebaut worden. Und mein Urgroßvater, mütterlicherseits, der Philipp Weiß, der hat das Haus dann erworben. Ich kenne es nur im Prinzip so, wie es jetzt ist, außer dem Neubau, den ich gemacht habe. Gut, es war damals verputzt und ich habe das vor 15, 18 Jahren, haben wir das ein bisschen restauriert, halt eben, dass die alten Steine da zum Vorschein kamen. Und hier draußen sieht man ja an der Tür, gibt es eine Zahl, die liest sich als 1602. Das ist schon uralt, aber da ist noch ein kleines Wappen direkt oben drüber. Ja. Was bedeutet das vielleicht? Ja, da ist eine Amphore, vielleicht war da eine Töpferei früher mal gewesen, vor 200, 300 Jahren oder noch länger, ja, weiß man nicht. Du hast jetzt erzählt, 13. bis 14. Jahrhundert innen, ja. Kann man das, ist da was überliefert noch ja. Innen drin? Nein, da ist leider nichts überliefert. Geh mir doch einfach mal ran. Günther, was ist jetzt hier, ohne das, wir sind jetzt im Flur. Ja, also hier ist das Urhaus hinten dran, das hat nur, ich sag mal, 8 Quadratmeter. Ja. Und hier, das ist dann schon der erste Anbau wohl gewesen. Einer von den Räumen, wie wir sie hier im Altbau benutzen. Das benutzen wir heute als Lagerraum für reparierte Geräte, die dann abzuholen sind von den Kunden. Jetzt sehe ich die ganze Gitarre, machst du Musik? Ich nicht, ich sage immer, ich lasse spielen, weil ich mixe halt Bands, ja, ja, okay. Und Orchester. Und nein, ich spiele keine Gitarre, aber wir reparieren Elektrogitarren. Da gibt es Tonabnehmer drin und Lautstärkeregler und Klangregler und das wird bei uns repariert. Aber hauptsächlich reparieren wir natürlich Verstärker. Okay. Jetzt was ganz anderes, gibt es da einen Keller ohne drinnen? Ja, gibt auch einen Keller. Wir haben das ein bisschen tiefer gelegt. Tiefer noch? Ja, tiefer. Ach, gut, ja. Ein bisschen, weil der war, also das Gewölbe ging uns auf den Kopf. Ach. Und deswegen mussten wir ein bisschen tiefer gehen. Ja, also wir lagern heute hier Teile von unserer Veranstaltungstechnik. Ist doch immer noch ein bisschen feucht, der Keller. Und wir können dann elektronische Geräte leider hier nicht lagern. Wir sind jetzt im ersten Stock. Was war denn das, wenn ich hier rüber schaue, hier in dem Raum? War das Wohnung? Teilweise ja. Der hintere Bereich war das Schlafzimmer von meinen Großeltern. Mhm. Und hier war eine Trennwand in der Mitte ungefähr. Und hier war die alte Werkstatt von meinem wahrscheinlich Urgroßvater. Okay. Und hier war halt die Scheune. Ne? Ja, okay. Hier sehen wir das Weingut Karl-Heinz Müller. Und das hat einen sehr historischen Hintergrund. Denn hier stand früher die Oberingelheimer Zehntscheune. Wie alt die genau ist, kann man nicht sagen, aber 1600 und ein paar rum dürfte es sein. Die war dann baufällig und musste dann abgetragen werden. In diesem Anwesen war früher die Wagnerei Fritz Daudermann. Und ich kann mich als Kind noch gut erinnern, weil ich habe oft da drin gesessen und zugeschaut, wie die Erntewegen, die Bolle waren, die Schneppkansche gebaut wurden. Das war für uns Kinder immer schön. Und in diesem Anwesen, da gab es einen Schöpfbrunnen und später sogar eine Kegelbahn. Dieses Haus hat eine ganz besondere Geschichte, die eigentlich schon ein bisschen zum Schmunzeln ist. Denn bevor dieses Haus gebaut wurde, stand da
man weiß nicht, wie es ausgesehen hat. Jedenfalls im unteren Stock gab es einen Bruder und im oberen auch. Die zwei hatten Streit und da hat der untere einfach begonnen, das Haus abzureißen. Aber nebendran hat ein Gendarm gewohnt, der hat es mitbekommen und hat die zwei dann so einigermaßen wieder versöhnt. Und die zwei Brüder haben dann an den Gendarm das Anwesen verkauft, der hat es abgerissen und dieses Haus hier gebaut. Auch hinter diesem Anwesen gibt es einen kleinen, wunderschönen Garten mit Blick auf die alte Wehrmauer von Oberingelheim. Hier finden wir die Straße Engeltal. Und da stand früher auch ein Haus, ein altes Haus, das abgetragen wurde. Ich bin jetzt bei der Barbara. Sie sagt mir mal ein bisschen was über ihr Haus. Tja, das Haus haben wir gekauft 1964, aber nur den rechten Teil. Und waren froh, dass wir als junge Familie wenigstens ein Häuschen gehabt haben. Da gibt es eine Jahreszahl, wo kommt die denn her? Die hat der Vorgänger, der Herr Wunsch, von dem wir das Haus gekauft haben, irgendwo ausgegraben, nehme ich an. In der Aufhofstraße Nummer 16 gab es ganz früher eine Gerberei und später einen Schuhmacher. In dieser Ecke fährt jetzt ein Wagen vorbei mit zwei Kühen. Und jetzt etwas ganz Besonderes. Wir wissen nicht genau wo, entweder in diesem Haus oder im davorstehenden Haus. Da sind morgens die Leute hingegangen, sich die Füße waschen. Einfach, da war Wasser im Haus. Und gegenüber vor der Hausnummer 29, da sehen wir auf alten Aufnahmen ein großes Tor mit einem Tordach darüber. Und hier lebte auch ein Schuhmacher. Und dieses kleine Gässchen zur Burgunderstraße hin, das gehört auch noch zur UFO. Und ich bin jetzt in dem wunderschönen Garten von dem Günter Bohlens und vor mir sehe ich eine kleine Rundung und da läuft Wasser. Ja, das ist ein alter Teich von einem alten Bauernhaus, was hier zur Rechten stand. Und das Wasser kommt von oberhalb vom UFO-Tor am Hesselweg, dort in den Gemarkungen Neunmorgen und läuft hinter den Häusern durch die Gärten bis zu dem Nachbarhaus gegenüber, kommt dann hier unter der Straße durch und läuft dann ab bis in den Bodepark unter der Straße durch das Weingut Wasen bis in den Teich von dem Horneckschen Hof. Soweit für heute. Im zweiten Teil geht's dann weiter mit dem UFO-Fest, das über viele Jahre an diesem markanten Kastanienbaum gefeiert wurde. Das war's von Blickpunkt aus Ingelheim in Rheinhessen. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung mit ansprechenden und sehenswerten Berichten.